Hallo zusammen! Ich bin mega gespannt, wie es der Lola gegangen ist in der Ferien bei der Fremdsee. Tun wir zusammen auf 3 zählen und dann tun wir ihr rufen, dass sie rauskommt. 1, 2, 3. Lola! Tun noch ein bisschen lauter rufen. 1, 2, 3. Lola! Nana! Rauskommen! Wie geht's dir? Gut! Ich habe super mega coole Ferien genossen. Bei der Fremdsee. Sind ihr Kinder auch schon bei der Fremdsee gewesen? Das ist mega schön. Sie haben echte Vögel daheim. Vögel? Wow! Hast du mit denen dürfen spielen? Nein, mit den richtigen nicht. Aber mit den Stofftiervögeln. Das klingt entspannend. Hast du ganz viel gelernt bei der Fremdsee? Ja, ich weiss jetzt, wie das der Spatz aussieht. Okay, das ist aber super. Weißt du auch, wo der Spatz wohnt? In einem Schafstall. Nein. In einer Höhle. Nein. Wisst ihr, Kinder, wo die Vögel wohnen? Wo die übernachten? Die bauen sich auch ein schönes Häuschen. Wie sieht denn das aus? Das Vogelnest. Genau! Und die sind ganz hoch auf dem Baum oben. Und jetzt, Lola, musst du hören. Gerade heute Morgen habe ich ein Vogelnest gefunden. Wow! Gell? Ich habe es extra mitgenommen, um es den Kindern zu zeigen. Wollen wir auch mal schauen? Hä? Ja! Schau mal! Ich muss es mal heben, Lola. Ich muss es mal den Kindern zeigen. Da sind nämlich noch 2 Vögel drin. Oh, so schön! Schau mal! Gell, du musst ganz sorgfältig sein, sonst fliegen sie davon. Oh, ja, hast du gerade mitgekommen. Schau mal. Seht ihr die herzigen Vögel? Wow! Wie weißt du, was die machen, Lola und Mischli? Schlafen. Die tun ihre Eile ausbrüten. Dort kommen dann junge Vögel raus. Wow! Gell? Die machen ganz gute Arbeit, die Vögel. Und weißt du was? Die müssen auch ihre Jungen beschützen. Darum hocken sie einfach auf die Eile drauf, dass nichts passieren kann. Wow! Genau! Das ist schön! Und weißt du, wer uns beschützt? Wie der Vogel seine Jungen beschützt unter den Flügeln? Der Gott beschützt uns! Genau! Gott tut uns beschützen. Wir sind bei ihm geborgen wie ein kleines Vogelbaby unter den Federn von Mami. Das ist schön! Und jetzt kannst du auch in dein geborgene, schöne Häuschen gehen, weil du hast ja kein Vogelnest, du hast ein Kistchen. Ja, das ist aber auch ganz schön. Da kann ich mich einkuscheln. Genau. Gute Nacht. Kannst du ein Mittagsschläfchen machen in deinem Kuscheldecke? Vielleicht gehen die Kinder auch noch ein Mittagsschläfchen machen. Vielleicht haben sie auch schon eins gemacht, gell? Schlafen gut, Kinder. Ja. Bei Gott bist du geborgen, gell? Wie in deiner Kuscheldecke. Tschüss, Kinder!